In Schwarzenberg beginnen die Bauarbeiten zum Abriss der Bahnbrücke über den Kreisverkehr-Viadukt in Schwarzenberg. Darüber informierte die Erzgebirgsbahn als Bauherr. Der massive Betonpfeiler wird durch zwei Stützkonstruktionen und einen Stahlüberbau ersetzt. Mit Beginn der Arbeiten am 1. März wird die Straße des 18. März, das ist die S272, zwischen den beiden Kreisverkehren für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Umleitung für diese Vollsperrung erfolgt ab dem Stadtteil Neuwelt über die Schneeberger Straße, die Eibenstocker Straße und die Erlaer Straße zur Karlsbader Straße. Die Zufahrt zum Autohaus und zum Spielplatz Straße des 18. März ist weiterhin möglich. Aus Richtung Annaberg-Buchholz kommend, in Richtung Johann-Georgen-Stadt, wird die Umleitung von Raschau-Markersbach aus über Rittersgrün nach Breitenbrunn zur S272 ausgeschildert. Am Kreisverkehr-Viadukt wird der Verkehr einspurig mittels Lichtsignalanlage an der Baustelle auf der B101 vorbeigeleitet. An der Kreuzung Schneeberger Straße-Eibenstocker Straße wird eine Lichtsignalanlage installiert. Fußgänger aus- und in Richtung Kreisverkehr-Egermannbrücke müssen die Anliegerstraße hinter den Gebäuden des 18. März sowie die Fußgängerbrücke über das Schwarzwasser und die Geschwister-Scholl-Straße nutzen.